Wir testen Parfums auf Giftstoffe und schicken unseren Urin ins Labor. Hallo, hast du dein Urin dabei? Tauchen ein in die Welt der Düfte. Ziel ist auch schon, die größte Kollektion ever zu haben. Das ist schon das Ziel, ja. Da wisst ihr was? Ich gehe heute all in. So will ich heute riechen. Doch wie gefährlich sind Parfums? Alles beginnt damit, dass ich ein Parfum für mich kaufen will. Ich suche einen guten Duft, dabei habe ich keine Ahnung. Und so wie mir geht es den meisten Kundinnen und Kunden. Rein in den Laden und Impulskauf. Und dann beginnen 1000 Fragen. Oh fuck, ich hab das abgefedert und dann kam so ganzer Tropfen ins Auge. So, dann riechen wir mal dran. Gefällt mir auch noch nicht mal. Und dann stehe ich in einer Parfümwolke. Ja, der gefällt mir gut. So, ich nehme den mit, ja. Also. Ja, guck mal, haben wir einen guten Duft gefunden jetzt, ne? Valentin, nur wir mal da vorne hin. Es gibt Apps, die sehen es alles ziemlich kritisch. Mit ToxFox und CodeCheck könnt ihr Inhaltsstoffe checken. Hier wird alles aufgelistet und vieles rot eingestuft. Bedenkliche, offenbar krebserregende und hormonell wirksame Stoffe. Das sind so komische Worte wie Benzophenone, Butylphenyl und sowas. Sie sind oft verdächtig, aber noch im Handel. Nur eines ist auch klar. Ständig werden Stoffe verboten, die zuerst noch erlaubt waren. Die Liste der Kosmetika, die laut EU-Parlament verboten sind, ist sehr lang. 1328 Stoffe. Ja, ich habe noch nicht alles so richtig verstanden. Aber ich kenne jemanden, der vielleicht mehr von der ganzen Thematik versteht. Und das ist Mai von MyLab. Und mit der bin ich jetzt verabredet zum Skypen. Oder wie Desiree sagen würde, zum Skype-Date. Einerseits genießt Wissenschaft gerade ja viel Aufmerksamkeit. Andererseits sind Sie auch genervt davon, dass Wissenschaftler ständig irren? Kommen Sie auch nicht mehr mit, weil die ständig ihre Meinung ändern? Dann haben wir die Lösung für Sie. Scheißen Sie auf die Wissenschaft. Oh, jetzt ruft sie an. Hallo. Hallo. Na, wo bist du denn unterwegs? Gerade noch auf der Suche nach einem guten Hintergrund. Ich muss mal kurz testen, ob das generell... Geht das so mit dem Handy? Warte mal. Oh, das ist ja schön da mit dem Baum. Der gefällt dir? Hier bleiben wir. Geil. Mai, schön, dass du Zeit hast. Gelangt denn alles, was ich mir aufsprühe, in den Körper? Man kann eigentlich nicht pauschal sagen, ob etwas, das man sich auf die Haut schmiert, auch in den Körper gelangt. Also an sich ist die Haut schon eine Schutzschicht. Also die hat schon ihren Sinn. Und das meiste hält sie tatsächlich auch ab. Aber es gibt tatsächlich Stoffe, die in den Körper gelangen. Und dann kann man die zum Beispiel nachweisen im Urin, also wenn die dann wieder ausgeschieden werden. Also da gibt es Studien, wo man ganz deutlich Parabene auch wieder im Urin findet. Das heißt jetzt erstmal nur, dass die ausgeschieden wurden. Ja. Ja? Dankeschön. Parabene sind Konservierungsmittel, um Kosmetika haltbar zu machen. In vielen Parfums sind sogenannte endokrine Disruptoren drin. Über die Haut und durch die Nase gelangen sie in den Körper. Sie ähneln körpereigenen Hormonen und können dadurch den Körper durcheinander bringen und uns potenziell krank machen. Hormonexperten und die WHO sagen, dass diese Stoffe an der Entstehung von Prostatakrebs, neurologischen Störungen, Unfruchtbarkeit und Fettleibigkeit beteiligt sind. Wir starten einen Selbstversuch, ein Humanexperiment. Suchen monatelang jemanden, der unseren Urin auf diese hormonell wirksamen Stoffe testen kann. Das gesamte Volumen von jeder Urinabgabe in diesem Zeitraum von 24 Stunden? Ja, mit diesem Belohnmesser. Ja. Das ist auf jeden Fall farbneutral. Das ist doch schon mal schön. Da sammle ich dann und dann kippt mir das um. Ich sehe das schon kommen. Okay. Die mache ich euch schön voll. Wow. Die nächsten 4 Tage müssen wir für klare Ergebnisse auf alles verzichten. Nicht duschen, keine Cremes, kein Deo. Ja, die letzten 24 Stunden habe ich jetzt nichts an Pflegeprodukten benutzt, außer Zahnpasta. Und heute ist Zeit für unsere super guten Urinproben. Ich war jetzt heute noch mal in der Parfümerie und habe mit 2 Apps die 10 meistverkauften Männer- und Frauenparfums durchgescannt. Diese beiden Parfums sind nach den Apps besonders auffällig, enthalten hormonell wirksame Schadstoffe. Chloé von Chloé für mich und Jean-Paul Gaultier Le Male für Gunnar. So, ich hole mir jetzt mein Parfum ab. Es ist ja so ein bisschen Corona-Zeit, deswegen bin ich sehr, sehr früh unterwegs, um keine Leute zu treffen. Auf jeden Fall kenne ich das Parfum nicht. Ich weiß nicht, wie es riecht. Es soll wohl sehr disco-mäßig sein, also sehr penetrant. Und ja, ich hoffe, dass mein Mitbewohner nicht allzu genervt davon ist. Boah, scheiß Stufe. Ich
film schon heimlich. Oh. Na, wie geht's dir? Ich geh einfach hier. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Schwenk. Moment. Das sind diese tollen Flaschen, erinnerst du dich? Ja, die sehen, fühlen sich auch richtig eklig an. Ja, ja. Mhm. Kreuz. Mhm. Achso. Ja, auf die Finger gespült. Das riecht aber nicht so geil. Guck mal, riech mal. Der große Urin-Parfum-Test beginnt. Wir sprühen uns einen Tag lang großzügig ein. Und können uns nach nur ein paar Stunden schon nicht mehr riechen. Kopfschmerzen, das ist richtig gemein. Ich finde auch kacke, dass ich unter einer Reportage leiden muss. Und machen unsere Urinproben richtig schön voll. Das Experiment ist vorbei und ich kann, glaube ich, auch gleich duschen gehen. Jetzt werde ich es auch noch mal meinem Mitwohner sagen, dass er diesen Tag überlebt hat. Das ist mein letzter Sprühstoß jetzt. Und damit habe ich es geschafft. Warum machst du das immer in meinem Zimmer? Ich wollte dir was Schönes mitteilen, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, es ist vorbei. Ich habe dich fünfmal gebeten, das nicht in meinem Zimmer zu machen. Jetzt riecht das wieder den ganzen Abend. Aber jetzt freu dich doch, es ist vorbei jetzt. Ja. Ich muss auch erstmal gucken, die wirklich dicht sind. Kannst du mir vielleicht auch helfen? So, Urinbehälter zuschrauben. Nein. Einpacken. Was ist denn hier Wasser drauf? Und dann ab damit zu Desiree. Gut, wenn ich das jetzt. Ich bringe Urin. Wie unangenehm war es jetzt hierher zu kommen mit deinen Urinflaschen? Das ist von mir egal. Umgeworfen wird, ne? Mhm. Ich mach vielleicht eine Tüte damit rein, dann quitscht das dann nicht, wenn das einmal. Naja, du kannst die Tüte auch rausmachen. Naja, wenn das rausläuft, dann ist es zumindest noch in dieser Tüte drin, dachte ich. Ja, gut, dann nehme ich das jetzt und bringe es zur Post. Mach das. Dann viel Erfolg noch. Danke gleichfalls. Schönen Tag. Ciao. Ich habe immer noch nicht das perfekte Parfum für mich gefunden. Und ich frage mich, ist teuer die Lösung für alles? Deshalb treffe ich mich heute mit einem Parfumkonzepter, Daniel Plettenberg. Was ist denn der Unterschied so, oder merkt man einen großen Unterschied, wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ich gehe jetzt hier zu DM oder Rossmann und kaufe dann billiges Parfum? Ja. Oder jetzt so eins? Eine Flasche Parfum, die ungefähr 100 Euro kostet, darf im Einkauf oder in der Produktion nicht mehr als 10 Euro kosten. Das heißt aber auch, wenn ich bei DM stehe und ich sehe das neue Parfum für Kids und da steht drauf 14,95, weiß ich, das hat in der Produktion mit allem Drum und Dran nicht mehr als 1,49 Euro gekostet. Das heißt, du kommst relativ schnell auf die Wahrheit, dass das, was hier drin rumschwabbelt, nicht mehr als 1 Cent gekostet haben kann bei einem billigen Parfum. Und ich lerne, auch teure Parfums können bedenkliche Stoffe enthalten. Plettenberg zeigt mir einen Haufen Düfte, zum Beispiel einen Konzeptduft. Das riecht ja wirklich einfach nur nach einer Garage. Unsere Häute werden immer trockener, weil wir uns immer mehr waschen. Und dadurch gibt es zum Beispiel auch einen Trend, dass Parfums immer schwerer werden und immer mehr Parfumöl enthalten, damit es einfach irgendwo noch auf der Haut hängen bleibt. Parfums früher waren viel leichter als heute oder leichter in der Komposition. Also es gibt verschiedene Sachen, verschiedene Dinge. Es kann einfach auch passieren bei so etwas wie Paco Rabanne, dass dann irgendwie der richtige Fußballstar das einmal hochhält und dann Leute das toll finden. Es ist wirklich dann auch spannend bei so Massenphänomenen wie Paco Rabanne, wenn man dann eine Blindverkostung macht und sagt irgendwie, man hat 4 verschiedene Parfums. Viele Leute, die dann also ein Massenparfum toll finden und sagen würden, oh, das ist mein Ein und Alles, bei 4 Parfums es schon nicht mehr rausriechen können, was eigentlich ihr Lieblingsparfum ist. So, wir haben ein kleines Problem. Und zwar kam dieses Paket, was ich zur Post gebracht habe, offensichtlich zurück. Auf jeden Fall habe ich eine Mail bekommen. Hallo Morgen. Das hier? Ja. Aber das ist auch ein anderer Karton als den ich zur Post gebracht habe. Oh Gott, das ist ausgelaufen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist wohl. Das war wahrscheinlich, ist das wirklich durch den Karton gesippscht. Hier mit den Tropfen, Alter. Boah, das ist ja widerlich. Okay. Siehst du das? Das ist auch verschwommen, ist diese Schrift.
Und da ist ein bisschen Gelb auch mit drin. Die Farbpalette ist... Das ist doch nicht mehr so schwer wie vorher. Scheiße. Das tut mir nicht leid. Also nochmal von vorn. Neues Parfum, neuer Test. Yeah, wir freuen uns. Alle drei. Hey, Max. Es ist wieder soweit. Meine Tür war zu. Und es kommt in mein Zimmer rein. Ich habe Tränen in den Augen. Ich will es nicht nochmal durchmachen. Na, ich bin jetzt auf jeden Fall ganz schön eingedieselt. Und ich habe das Gefühl, selbst mein Hund findet mich ein bisschen ekelhaft. Ich finde es richtig widerlich. So. Sag das mal eben ab für den Doktor. Hallo, hast du dein Urin dabei? Ja, natürlich. Und du musst mir deine großen Dinger nicht mitbringen. Die wollte ich unten in den Müll werfen. Ja, sie hat gesagt, ich habe das schön verpackt, falls man das nicht auf gehört hat. Das passt da rein. Pass auf, mach mal diese Zeitung hoch. Wow. Das ist auch gut, dass ich die Urinprobe nicht gestern gemacht habe mit dem Spargelsalat. Ja, okay, genau, danke fürs Rein. Rankommen. Heute sind wir zum Skype-Date mit einem Umweltchemiker aus Wien verabredet. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Schadstoffen in Kosmetika. Ist das Bild im Hintergrund gefallen oder ob das zu viele? Nein, es sieht super aus. Sieht richtig gut aus. Man kann das auch so machen. Sie haben sich ja jetzt über 50 Parfums und Rasierwasser angeguckt. Was waren so für Sie die erschreckendsten Ergebnisse, die Sie da erkannt haben? Wir haben in den über 50 Rasierwässern und Parfums 6 Produkte gefunden, also bisher etwas über 10%, die wirklich hohe Belastungen von diesem Phthalat-DEP hatten. Und aus der wissenschaftlichen Literatur weiß man, dass jemand, der diese Parfums verwendet, ungefähr 30 Minuten, 60 Minuten später einen erhöhten Wert im Blut hat. Und, was ist nach diesen Tests nach diesen Tests passiert in Österreich? Hat sich dann was verändert? Nachdem wir unseren Kosmetikcheck gemacht haben, haben sich 3 große Handelsketten für Gespräche mit uns bereit gefunden. Und haben dann auch der Reihe nach gesagt, sie werden ihre Produkte, da wo sie es können, nämlich die Eigenmarken, so umstellen, dass sie eben hormonell wirksame Stoffe rausnehmen. Gerade was Kosmetikprodukte angeht, da ist die Gesetzeslage eher schwach, leider. Ob diese Bedingungen für diese Ausnahmen erfüllt werden, entscheidet ein Gremium, in dem die Industrie ganz stark vertreten ist. Das ist nämlich dieser ständige Ausschuss für Kosmetikprodukte, der in Brüssel alle paar Wochen mal tagt. Und das ist eben die große Problematik und das verhindert, dass von Gesetzes wegen eben aus meiner Sicht die nötige Sicherheit von Kosmetikprodukten gewährleistet wird. Vielen Dank auf jeden Fall. Wie auffällig Parfum tatsächlich ist, sehen wir nach der Auswertung unserer Urinproben. Die sind mittlerweile an der Uni Erlangen angekommen. Gunnar ist in der Zwischenzeit immer noch auf der Suche nach seinem persönlichen Duftfavoriten. Ich habe Parfums gekriegt von meinem Chef, 10 Stück, weil ich noch nicht das perfekte Parfum für mich gefunden habe. Und ich teste die jetzt einfach mal. Und ich bin hier bei meinen Eltern. Und ich dachte, da kann man das ja auch daran testen. Oh, das riecht aber gut. Ja. Das finde ich richtig gut schon. Ja. Ein bisschen aufdringlich, ne? Das ist wie so ein krasses Duschgel irgendwie so. Kräuterlich herb. Kräuterlich herb. So wie so ein Wind in so einem Buchenwald. Aber das riecht so nach Buchkleber. Wie viel? Wie riecht das denn? Sehr süß, aber auch frisch. Max, komm mal hin. Angenehm. Angenehm? Ja, ich find's gut. Es schmeckt so, riecht so ein bisschen wie in einer Umkleidekabine beim Sport. Also wie nach Schweiß, also billige Schweiß und Duschgel. Sportlich, sportlich bin ich dabei. Oh, so als hätte ich einfach so eine Zitrone aufgepresst auf meinem Arm. Ich glaube, das ist nicht so mein. Also für den Sommer ist natürlich schön, so ein Sommerabend am See. 4 von 10, sag ich mal. Hi guys, Jeremy Fragrance here. Er kennt sich mit Parfum besser aus, als wir es je könnten. Jeremy Fragrance hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
ist Parfum-Influencer. What is better, Dior Sauvage or Bleu de Chanel? A sweet and sexy and a bold and loud fragrance. Wir fahren nach Norderney, um ihn zu treffen. Komm, wir setzen uns eben hin. Oh nee, ich sitze nicht, Alter. Nee? Sorry, ich stehe immer. Wie viele Parfums hast du zu Hause? Ach, 1000 ja? circa, ja. Es geht mal rauf und runter, dann verschenke ich die. Dann hatte ich mal eine Phase, wo ich alle Düfte weggegeben habe. Oder auch teilweise verkauft habe, weil ich sagte, ich will noch die 100 Besten haben. Dann war ich sauer nach einem halben Jahr. Warum habe ich das denn gemacht? Der Schrank hinter mir ist so leer. Aber ich hatte in meinem Leben schon so rund 1000 bis 2000 Düfte. Ziel ist auch schon, die größte Kollektion ever zu haben. Das ist schon das Ziel. Ja, ja, ja. Da komme ich auch noch hin, locker. Sag mal, wie ist denn aus dem Boyband-Sänger am Ende Jeremy Fragrance geworden? Das ist ja ganz einfach so, wie wenn du mich fragst, ist die erste Frau, die ich treffe, meine erste Liebe oder was? Oder sollte man unter Umständen noch ein paar andere Frauen kennenlernen? Das ist eine echte Frage. Ja. Weil manche Menschen, die sind einfach aufgrund dessen, weil die selber so viel Schiss haben, auf die Schnauze zu fliegen und zu verlieren, lachen die teilweise über dich. Warum hat das nicht geklappt? Warum hat das nicht geklappt? Ja, weil ich erst mal gucken musste, was bei mir funktioniert. Und wie viel von dem, was man auf Instagram und auf TikTok sieht, ist dann wirklich noch du? Und wie viel ist noch mal eine Schippe Emotionen drauf? Ich gucke, welche authentische Seite die von mir am meisten mögen oder am meisten Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, weil viele mögen auch nicht die crazy Seite von mir. Wie siehst du das? Macht nichts. Wenn zum Beispiel jetzt manche Duftstoffe sind ja auch auf so einer Liste und die sind jetzt nicht ganz gut verträglich für die Haut. Ich würd mein Parfum oder jedes Parfum einfach auf die Kleidung sprühen. Ich sprühe eher lieber auf die Kleidung. Und ich bin der Parfum-Typ, weil ich weiß nicht, wie schlecht oder wie relevant das ist. Wenn mein Parfum auf die Kleidung sprüht, hält das jetzt bis morgen, gleiche Uhrzeit, locker. Also lieber immer auf die Kleidung. Ich würde immer auf die Kleidung tun. Wenn man sich auszieht. Ja, dann ist der natürliche Moschusgeruch da. Jetzt, danke dir. Danke, wirklich, fand ich ganz toll. Ja, vielen Dank, ich fand's auch super. Unsere Laborergebnisse aus der Uni Erlangen kamen zurück von unseren Urinproben. Und ich habe jetzt hier alle Ergebnisse zugeschickt bekommen von Gunnar und mir, von unseren Proben. Ja, ich finde, es sieht alles irgendwie nicht so richtig gut aus. Also die Zahlenwerte sind ganz schön krass angestiegen. Gemessen wurden Benzophenone und BHT in unserem Urin. Bei uns beiden sind die Benzophenone sehr stark angestiegen. Benzophenone sind UV-Filter, die Parfum vor Sonne schützen und länger haltbar machen sollen. Sie gehören zu den endokrinen Disruptoren und stehen im Verdacht, verschiedene Schäden im Körper anrichten zu können. Was bedeutet das für uns? Wir sind zum Skype-Date mit Professor Thomas Göhn verabredet, der unsere Ergebnisse ausgewertet hat. Dann würde ich gerne mit Ihnen, wenn Sie bereit sind, einmal unsere Ergebnisse besprechen. Wir hatten festgestellt, dass bei den Parabenen und beim BHT kein großer Effekt zwischen diesen beiden Untersuchungsphasen eingetreten war. Allerdings bei den Benzophenonen traten sehr prägnante Effekte auf. Okay, und was bedeutet das jetzt konkret für uns, wenn es so krass erhöht ist? Der Punkt ist halt, wenn die Stoffe halt in den Produkten enthalten sind und diese Produkte halt wirklich regelmäßig verwendet werden, dann werden Belastungen halt auch regelmäßig erreicht, die tatsächlich auch dann chronische Gesundheitsstörungen nicht mehr ausschließen lassen. Und es könnte tatsächlich halt die Leistungsfähigkeit, also die Fortpflanzungsfähigkeitsmöglichkeiten tatsächlich einschränken. Sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Das heißt, man sollte quasi wirklich dann darauf achten, die Benzophenone zu meiden, als grundsätzlich. Für mich war tatsächlich das Exponentionsszenario, die Art und Weise, dass tatsächlich über das Zerstäuben tatsächlich die Stoffe über die Lunge aufgenommen werden können, eigentlich das Hauptkritische. Es ist, also solange man halt im Nebel steht, ist es kein Unterschied, ob es auf die Haut oder auf die Haare oder woanders hin gesprüht wird. Tatsächlich ist wirklich das Einatmen der Nebel, so ist meine Vermutung. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber diese Größenordnung an Werten, die wir gesehen haben, lassen doch deutlich darauf hindeuten, dass es nicht eine Hautaufnahme ist. Auch man sieht ja öfter mal irgendwie, dass Menschen auch so Parfum in die Luft sprühen und dann durchlaufen oder so. Das ist ja dann wahrscheinlich einfach das Schlimmste. Genau, so ist das. Tja, also genau das hier sollte man wirklich lassen.
Wir fragen alle großen Parfümhersteller an. Wollen wissen, was sie zu den hormonell wirksamen Stoffen sagen. Richtig viele E-Mails. Währenddessen teste ich mich weiter durch die Parfums, egal ob giftig oder nicht. Finde ich sehr frisch, Zitrone. Ich finde, es hat aber auch so ein bisschen Klostein-mäßig, oder? So ein bisschen Klostein ist auch wieder mit drin. Badezimmerreiniger, frisch gefüllte Küche, nichts für mich. Das gefällt mir gut. Sehr, sehr frisch. So wie du letztes Mal schon gesagt hast. Hier ist nämlich wieder Lars. Hallo. Wie Axe. Ein bisschen wie Axe. Das ist schon ein Parfüm, da will man, dass der andere das auch riecht. Brennt ein bisschen in den Brennt ein bisschen in den Augen. Ich würde aber schon sagen, das ist eine gute 6 von 10. Oh. Auch sehr frisch, sommerlich, zitronig. Es ist sehr sommerlich und dafür perfekt für dieses Wetter. Noch 2 Parfums. Hier ist es. 2 Spritzer. Oh, okay. Klassisch, fruchtig, sommerlich. Nicht so zitronig wie die davor. Gefällt mir besser. Gutes Ding. Kann man nehmen. Vielen Dank. Wisst ihr was? Ich gehe heute all in. So will ich heute riechen. Auch ruhig ein paar Spritzer auf die Klamotten. Ich werde immer mehr wie Jeremy Fragrance. Ich werde jetzt auch Parfüm-Influencer. Gott, oh Gott, oh Gott. So, letzte Parfümprobe. Genau. Oh, mir gefällt es sehr gut. Wüsten, so Sommerflair habe ich. Es ist Sommerflair. Oh ja, ich bin auch in Dubai, ja. Wir sind alle in Dubai. Oh, das gefällt mir wirklich ganz gut. Ja. Aber ich glaube, es wird schlechter mit jeder Sekunde. Nur von 4 Herstellern bekommen wir eine Antwort. Joop und Chanel bedauern, dass sie wegen Corona aus Kapazitätsgründen unsere Fragen nicht beantworten können. Hugo Boss und Prada schreiben uns, die Sicherheit ihrer Produkte sei gewährleistet. Es werden alle EU-Richtlinien eingehalten. Ja, bisschen ernüchternd irgendwie. Seit Mai 2019 verhandelt die EU-Kommission nun darüber, 14 endokrine Disruptoren zu verbieten. Darunter auch genau die Stoffe, auf die wir uns haben testen lassen. Und auch die Benzophenone, die bei uns deutlich nachweisbar waren. Parfum allein wird uns alle wahrscheinlich nicht umbringen, aber die Mischung aus allem zusammen, aus allen möglichen Kosmetikprodukten, die wir jeden Tag verwenden, die ist dann eben das Gefährliche und die macht das Gift. Also können wir eigentlich nur selbst ein bisschen auf uns aufpassen und überlegen, was wir alles so auf uns drauf sprühen und mit was wir uns so einschmieren. Und ja, die Politik sollte langsam mal in die Puschen kommen und die Gesetze verschärfen. Und jetzt natürlich noch die große Frage. Ich habe so viele Parfums getestet. Welches fand ich am geilsten? Es hat mir Jeremy Fragrance empfohlen. Allure Homme Sport Extreme. Auf deiner Hand. Hand gespült auszusehen. Ist gut, ne? Ja. Das ist dezent. Fand ich am besten. So, und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder allgemein über Chemie und sowas, guckt euch mal ein Video von MyLab an. Und hier ist noch was von Desiree.